Von Staat und Polizei gejagt, von den Ärmsten der Armen als Helden verehrt. Bonnie und Clyde faszinieren bis heute und inspirieren zahlreiche Regisseure, Autoren und Musiker zu Meisterwerken. Ihre Namen stehen für eine unzertrennliche Liebe, die weder das Gesetz noch den Tod fürchtete und sich gegen den Rest der Welt stellte. Doch wie wurden ausgerechnet aus diesen zwei Gangstern Idole für die Ewigkeit? Durch 11 US-amerikanische Bundesstaaten musste die Polizei das Gangsterpaar verfolgen. Bei ihren Überfällen hatten sie wohl insgesamt mindestens 13 Menschen getötet. 9 davon waren Polizisten. Doch dank ihrem Ford V8, damals eines der schnellsten Autos, entkamen sie den Cops über 2 Jahre lang. Nur ein Hinterhalt konnte sie letztlich stoppen. Mit über 150 Gewehrschüssen richteten die Cops sie regelrecht hin. Im Kugelhagel zerplatzte so nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Traum von einer besseren Zukunft. Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, müssen wir noch ein paar weitere Jahre zurückspulen. Bereits als 3-Jährige zog Bonnie alle Aufmerksamkeit auf sich. Anstatt brave Kinderlieder vorzutragen, schockte sie das Publikum. Mama Emma begriff früh, welches Showtalent in ihrer Tochter schlummerte und machte ehrgeizige Pläne. Getrübt wurden die allerdings schon kurze Zeit später. Der Vater war verschwunden. Vermutlich gestorben. Ohne das geregelte Einkommen ihres Mannes blieb der alleinerziehenden Mutter nichts anderes übrig, als mit ihren 3 Kindern nach Cement City, nahe Dallas, zu ziehen. In dem Elendsviertel lebten auch Bonnies Großeltern, die sich nun um die Kids kümmerten, während Mama Emma in der Fabrik schuftete. Trotz des sozialen Abstiegs wollte die Mutter ihren Kids eine aussichtsreiche Zukunft ermöglichen. Mit guten Klamotten und Klavierstunden wuchsen sie im Glauben auf, etwas Besseres zu sein. Kein Wunder, dass Bonnie so früh ihre Grenzen austestete und sich ständig mit Cousine Bess in Schwierigkeiten brachte. Die Konsequenzen waren der Rebellen ziemlich egal. Auch in der Schule ließ sie sich nichts gefallen und teilte selbst gegenüber Jungs schlagkräftig aus. Bei ihren Mitschülern war sie dennoch beliebt, denn Bonnie war nicht nur stark, sondern hatte wohl auch ein großes Herz. Als Klassenbeste räumte sie bei Schülerwettbewerben ab und wurde für ihre Gedichte und Auftritte als Sängerin gefeiert. Zeitig stand so für sie fest: Ich werde ein Broadway-Star. Daran bestand kein Zweifel. Die Realität war jedoch eine andere. Weder konnte sich ihre Mom bald mehr die Klavierstunden leisten, noch reichte die Kohle, um später aufs College zu gehen. Auch Clydes Kindheit war nicht einfach. Als Sohn eines bitterarmen Farmers schuftete er bereits als 10-Jähriger. Früh lernte er zudem das Schießen und eiferte seinen Helden nach. Banditen und Outlaws, die Reiche bestahlen und Arme unterstützten. Wen wundert's? Ständig erlebte er, wie sein Vater einen Großteil der Ernte und das wenige Geld an den Grundbesitzer abdrücken musste, dessen Land sie gepachtet hatten. Als selbst die Nahrung knapp wurde, gab Familie Barrow ihre Farm auf und wollte wie Hunderttausende ihr Glück als Fabrikarbeiter in Dallas versuchen. Dort boomte gerade der Bau von luxuriösen Hotels, Apartments und Autos. Doch die Barrows schien hier völlig fehl am Platz. Den Eltern blieb nur der Pferdewagen, in dem sie, der 12-jährige Clyde und seine jüngeren Geschwister nun unter der berüchtigten Oak Cliff Brücke hausten. Zusammen mit den Ärmsten der Stadt. Auf seinen Spaziergängen durch das reiche Downtown war der Teenager bald vom Schein der bunten Welt fasziniert. Er war entschlossen, sich von nun an wie ein Gentleman zu kleiden und seine Armut zu verleugnen. Doch der neue Lebensstil war kostspielig. Um Geld zu verdienen, brach der 16-Jährige schließlich die Schule ab und jobbte in Fabriken wie die meisten seiner Geschwister. Der Lohn dort reichte Clyde jedoch nicht. Sein Vorbild wurde so sein älterer Bruder Buck, der sein Gehalt als Hühner und Autodieb aufbesserte. In 0,nix waren die Barrow Boys bei der Polizei bekannt. Auch Bonnie hoffte auf ein besseres Leben und mehr Kohle und heiratete ihren Klassenkameraden Roy. Mit ihm wurde aber alles nur schlimmer. Als Roy wiederholt über Monate verschwand, entschied sich die selbstbewusste 19-Jährige, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Als Kellnerin verdiente sie nun ihr eigenes Geld. Doch gelangweilt vom Alltag träumte sie weiterhin von einem Leben voller Glamour und der Freiheit von Zwängen.
Stattdessen wurde Bonnie, wie Millionen von Amerikanern, über Nacht arbeitslos. 1929 crashte die New Yorker Börse und löste eine weltweite Wirtschaftskrise aus. Überall gab es nun Chaos und Nahrungsmangel. In größter Not kam Bonnie als Haushälterin bei Freunden unter und traf dort die Liebe ihres Lebens. Endlich stand ein Macher vor ihr, der wie sie die Welt erobern wollte und auf Spaß und Abenteuer stand. Und auch Clyde sah in ihr eine verwandte Seele, die sich danach sehnte, frei zu leben, anstatt für eine miese Bezahlung hart zu schuften. Nur 2 Monate später wurde der 20-Jährige jedoch wegen Diebstahl ins schlimmste Gefängnis von Texas gesperrt. Die täglichen Misshandlungen, die er dort erlebte, veränderten nicht nur sein Leben, sondern machten ihn auch zum Mörder. Als Clyde kurz darauf freikam, schwor er sich an der Justiz zu rächen und lieber zu sterben, als je wieder ins Gefängnis zu gehen. Bonnie, die wie er keinen Job fand, hatte die Schnauze voll und war bereit, alles zu riskieren. Fortan pfiffen die beiden auf das Gesetz und hielten sich mit kleinen Überfällen über Wasser. War das die Chance, endlich mit ihrem Namen Schlagzeilen zu machen? Zumindest halfen dabei wohl einige Beweisstücke, die der Presse in die Hände fielen. Eine Frau mit Knarre und Zigarre, die dichten kann und scheinbar Spaß am Stehlen hat. Das übertraf das bisher Dagewesene und machte das Paar schlagartig berühmt. Viele, die damals unter der Krise litten, verfolgten nun gebannt ihren Weg und sahen in den beiden Rebellen wie Robin Hood. Obwohl ihre Namen heute jeder kennt, war ihr Leben alles andere als glamourös und cool. Sie übernachteten im Auto, wuschen sich in Bächen und waren ständig auf der Flucht. Wie viele zur damaligen Zeit wollten sie der Armut entfliehen und selbstbestimmt leben. Am Ende war die Freiheit, die sie wählten, jedoch lediglich eine staubige Sackgasse ohne Ausweg. Lust auf eine weitere Gangstergeschichte? Dann klick hier. Und ein cooles Video von Mr. Wissen2Go ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.